Hallo meine Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Dannyland gelandet. Schön, dass ihr da seid, da freue ich mich drüber und ich freue mich über noch was. Und zwar über dieses Päckchen oder Tütchen oder keine Ahnung. Und zwar war ich bei One Day Saving nochmal shoppen. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich momentan auch dem Sticken verfallen bin. Und One Day Saving hat ja auch Sticksachen. Und bis Ende März galt ja noch dieses Frühlingsangebot, wenn ihr bis zu einem gewissen Betrag einkauft, dass ihr dann gratis Geschenke euch noch aussuchen dürft. Und bestimmte Prozente und so. Und da habe ich auch mal meinen eigenen Rabattcode benutzt. Ja, auf jeden Fall habe ich da jetzt so ein bisschen was geshoppt. Und das möchte ich gerne jetzt mit euch auspacken. Ja, es ist ziemlich viel drin. So, wir fangen mal. Ach komm, wir sind mal so, fangen mal mit den Gratisgeschenken an. Gut, die Aktion ist ja jetzt gerade vorbei, aber kommt garantiert wieder irgendwie sowas. Und zwar konnte man sich, also bei dem Betrag, den ich jetzt geshoppt habe, konnte ich mir zwei Geschenke aussuchen. Da waren verschiedene Sachen zur Auswahl. Und die beiden haben mich angesprochen. Das sind zwei Painting-Bilder. Beide mit runden Steinen. Einmal 30x40 und einmal 30x30. Fangen wir doch mal mit dem 30x30 an. Also hier ist ne, normales Standard-Toolkit bei. Dann haben wir hier runde Acrylsteine in einer Schlange. Und wir haben 20 Farben, weil hier ist das Ende und hier steht eine 20. Und dann haben wir hier diesen kleinen süßen Panda-Bären. Klar, bei den Geschenken waren jetzt nur so Kleinigkeiten bei, aber hey, für geschenkt so ein Bildchen ist doch nett, oder nicht? Also ich finde das knuffig. Und es ist auch relativ schnell gepaintet. Vor allem hier ist sehr viel Weiß im Hintergrund. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Bild, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich, die eigentlich nur in Feldern arbeitet, da tatsächlich wirklich mal das komplette Weiß legt, bevor ich dann in der Mitte gehe. Wobei das Weiß in der Mitte würde ich dann tatsächlich erst machen, wenn ich in der Mitte wäre. Ja, also das einmal das eine Geschenk. Achso, was haben wir denn? Fotorealistischen Druck haben wir hier nicht. Nein, wir haben... nehme ich mal runter. Hier ist alles in Pixeln, aber so rund angedeutet. Ne? Genau. Lege ich mal an der Seite und dann machen wir mal das nächste aus. Das Bild fand ich jetzt ein wenig speziell. Da habe ich gedacht, okay, das nimm mal mit. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das hat irgendwas. Ja. Achso, und wie ihr sehen könnt, sind meine Nägel nackig. Lasse ich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Muss auch mal zwischendurch sein. Aber ich finde dafür, dass die jetzt so seit Ende Dezember eingepackt waren, sehen die ganz gut aus. Also die Macke da, die wächst langsam raus. Da habe ich mich auf der Arbeit geklemmt. Das hat nichts mit meiner Nagelmacherei zu tun. So, hier haben wir auch ein normales Standard-Toolkit. Und hier haben wir die Farben allerdings in Tütchen, in Zipbeuteln. So, jetzt kommen wir zu dem Motiv. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, ob wir da fotorealistischen Druck haben, wie hier so leicht. Und zwar erkennt ihr das hier an dieser Rille, die ihr hier zwischen den Steinchen seht. Weil ihr seht hier links und rechts L, ne? Überall L, aber da geht dieser Strich durch. Und auch hier, also man sieht es. Ist jetzt nichts, was ich jetzt so gerne mag, wobei ich ja von One Day Saving euch das Fuchsbild letztens gezeigt habe. Das ist ja fertig inzwischen. Wer es noch nicht gesehen hat,
Das war jetzt in meinem letzten, ich habe da mal was fertig, Teil 2 Video drin. Ist erst vor kurzem rausgekommen. Und da ist ja auch dieser fotorealistische Druck drin. Und es kommt gut rüber, muss ich wirklich sagen. Also es kommt gut rüber. Es gibt auch Anbieter, da sieht es schlimm aus. Also letztendlich, wie das hier rüberkommt, muss man gucken. Aber so vom Motiv her, denke ich mal, für die Größe ist das ganz gut. Letztendlich sieht man es erst, wenn es fertig gepainted ist. Wann ich da jetzt mal irgendwann vielleicht zu komme, weiß ich nicht. Oder halt auch nicht. Hier haben wir 19 Farben. Ist halt auch ein kleines Neckbild, wobei ich hier schon ganz schön Falten drin finde. Weil hier ist es so geknickt und dann ist es so gerollt. Also ja, es ist Flüssigkleber, da ist es nicht ganz so dramatisch. Perfekt ist es jetzt nicht. Mal gucken, wie ich es jetzt aufrolle. Ich werde es jetzt aber nicht irgendwo drunter packen, weil ich, wie gesagt, in nächster Zeit nicht denke, dass ich zu diesem Bildchen kommen würde. Ich versuche das mal aber so rum aufzuwickeln, dass es vielleicht rausgeht, beziehungsweise nicht noch schlimmer wird. Ja, das ist dann immer fies. Jetzt stellt euch mal vor, ich will das jetzt sofort painten, aber ich muss es jetzt erst für Tage irgendwo drunter legen und es kribbelt und juckt einen in den Finger. Ja, so, das packen wir auch mal an die Seite. Also das sind die Gratisgeschenke und ja, für geschenkt, ne? Ich meine, ich kann natürlich auch sein, dass sie die als Geschenk drin haben, weil die aus dem Shop aussortiert haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. So, jetzt machen wir mal mit Zubehör weiter. Und zwar habe ich mehrere Sachen an Zubehör gekauft. Ich muss mal gucken. Ja, das hier ist Zubehör. Wir fangen mal mit diesem hier an. Und zwar habe ich euch ja in meinem letzten Stickvideo gesagt, dass ich hier noch nicht so eine Sortierhilfe habe für Bilder. Jetzt habe ich eine und nicht nur eine. Hier passen 36 Farben dran. Und hier ist, denke ich mal, noch so eine Schutzfolie drauf. Weil so erkennt man ja von dem Bild noch nicht wirklich viel. Guckt mal. Das nicht schön? Das gefällt mir. 36 Farben. Müssen wir nur noch gucken, welches Bildchen wir da dran machen. So, hier habe ich mir noch so eins geholt. Ein Rund. Mal gucken, mit welchem ich besser klarkomme. Ja, und falls sich jetzt viele von euch fragen, mein Gott, warum hat die so viel Hobbys? Hat die nichts im Haushalt zu tun? Doch, ich habe ein großes Haus, ist ein Zweifamilienhaus, wir haben einen großen Garten, ich habe die Hundis, ich bin noch im Verein und ich gehe arbeiten, aber ich brauche das als Ausgleich, weil Arbeiten ist für mich, also meine Arbeit macht mir Spaß, aber sie ist auch sehr stressig. Und ich habe immer wieder Phasen, wo ich dann denke, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht arbeiten und das geht nicht. Und dann denke ich mir, doch, weil ich arbeite ja für mich, um Geld zu verdienen, um leben zu können. Also ich meine, dadurch, dass wir ein eigenes Haus haben, müssen wir keine Miete mehr bezahlen, weil das Haus ist schon alt. Oh, ist das hier kaputt? Nee, das sieht nur so aus. Ja, aber ich möchte ja, meine Hobbys kosten halt Geld. Die Sachen kosten Geld, aber ich gehe arbeiten, um das Geld dann zu haben und mir die Sachen zu kaufen. Und die bringen mir Freude. Also
klar, das Auspacken der Sachen bringt Freude, aber auch das dann nachher dran arbeiten oder wenn es an der Wand hängt und ich gucke das an und wenn ich das dann sehe, dann denke ich, oh ja, wo ich das gepaintet habe, in der Zeit habe ich das und das erlebt gerade oder ich habe dann so, momentan sitze ich viel unten im Esszimmer und arbeite an dem Tigerbild, also da habe ich schon so einen Streifen geschafft und dabei gucke ich momentan auf Netflix Criminal Intent. Gut gucken, es ist mehr zuhören, aber es macht ja nichts. Und wenn ich dann nachher diesen Tiger irgendwo hängen habe, dann muss ich dann immer an die Zeit denken, wo ich den gearbeitet habe. Und weiß ich nicht, das tut mir einfach gut, mit meinem Leben klarzukommen. Klingt jetzt doof, aber ich habe eigentlich ein schönes Leben. Also ich bin da wirklich dankbar. Ich habe zwei große Kinder. Gesund kann man jetzt nicht sagen, das ist ein anderes Thema. Ich habe halt zwei spezielle, besondere Kinder, die inzwischen mehr oder weniger selbstständig sind. Ich habe einen tollen Mann. Manche würden vielleicht sagen, nein, aber für mich ist er toll. Ich bin, eigentlich habe ich ein tolles Leben und bin zufrieden. Ich habe seit vielen Jahren den gleichen Job. Mit den Arbeitskollegen komme ich gut klar. Aber ja, man hat halt seine Geister im Kopf. Und diese ganzen Hobbys helfen mir, damit klarzukommen. Ja. So, hier haben wir jetzt, hier passen zum Beispiel 20 Farben dran. Hier 36. Also das wäre jetzt für ein kleineres Projekt. Was ich jetzt hier ein bisschen schade finde. Wartet mal. Wir haben halt hier oben, das sieht aus wie so ein Riss, aber vielleicht ist das einfach, weil von der Rückseite sieht man nichts. Ich weiß nicht, was es ist. Man fühlt es auch nicht. Doch. Aber es ist nicht. Oh doch, es ist. Keine Ahnung. Und hier unten. Habt ihr das jetzt überhaupt gesehen? Doch, habt ihr. Und hier unten ist wie abgehackt. Also die Rundungen sind da. Ne, kann man so sehen, aber es ist halt nicht komplett von der Rückseite draufgesetzt. Deswegen sieht das aus, als wenn da was fehlt. Aber wenn dann nachher das Garn dran ist, dann sieht man das nicht mehr. Und ich fand das einfach schön. Die sind halt aus Plastik. Ja. Schön. Und hier ist noch ein. Das ist jetzt. Das sind so kleinere. Wie gesagt, ich habe mir jetzt verschiedene bestellt. Ich muss mal gucken, womit ich klarkomme. Die gehören zusammen, aber es sind halt beide so, dass man auf der gleichen Seite hat. Und hier haben wir 40 Farben insgesamt. Auch hier machen wir mal die Schutzfolie ab, damit wir das Schöne sehen können. Also sowas gibt es ja auch aus Holz. Ich habe ja fürs Perlensticken finde ich sowas schön aus Holz. Fürs Sticken jetzt selber, glaube ich, finde ich dieses Kunststoff schöner, weil ich dann bei dem Holz Angst hätte, wenn das mal splittert, dass es dann, ja, dass die Fäden sich dann kaputt reiben. Und dann sagt er, ja, wieso soll das splittern? Aber wenn ich das zum Beispiel unten im Wohnzimmer oder Esszimmer habe und da ist der Kamin an, gerade im Winter, dann trocknet Holz doch schon schnell aus. Und da weiß ich nicht, ob das so Sinn macht, wenn ich da Garn dran habe. Also das ist quasi jetzt hier für drei Stickprojekte können wir das nehmen. Das könnte man natürlich auch für zwei getrennte nehmen, aber das haut dann mit den Zahlen wieder nicht hin. Also das ist, ne? Das ist für eins, das für eins, das für eins. Muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, die Stickprojekte, die da jetzt drin sind, wie viele Farben die jetzt haben. Und jetzt muss ich euch weiter hochzoomen, damit wir jetzt die Stickprojekte angucken können. Wir fangen wir mal mit dem hier an. Okay, also das sieht jetzt von der Verpackung her so aus wie die ich bei New Craft Day gekriegt habe. Ist auch von der Firma, das denke ich mal, Cross Stitch ist die Firma. Delfine heißt das Bild, es ist 36x36 und 14 Count. Hier auf der Rückseite nochmal eine Erklärung. Und
Hier ist eigentlich alles drin, was da so für benötigt wird. So, also wir haben zwei Nadeln. Wir haben, wie viele Farben haben wir denn? 33 Farben. Also wenn ich jetzt dieses Bild sticken wollen würde, dann könnte ich zum Beispiel das hier nehmen. Das würde ja reichen oder halt dieses andere größere. So. Und wie immer sehr verwirrend bei diesen Stickbildern. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir hier Backstitch bei? Ja, auch hier haben wir Backstitch bei. Und die sind quasi, ne, das ist wie, was ich euch in dem Video davor gezeigt habe. Sondern hier haben wir Full Stitch, Backstitch und Stitch, ja. Backstitch. Und diesen französischen Knoten, wo kommt der denn hin? T und X. Aber X mit Kreis drum, ne? Bei X haben wir hier auch, aber... Also hier ist zum Beispiel T mit Kreis drum und T mit Kreis drum war ja dieser Knoten. Aber nur die T's mit Kreis drum, die normalen T's nicht, weil die normalen T's haben wir ja hierbei. Ach, da ist ein X mit Kreis drum. Auge. Das Auge vom einen Delfin. Und dann kommt da auch noch so ein Backstitch in 37,99. Ist, glaube ich, eine dunkle Farbe, wenn ich das von Diamond Painting richtig in Erinnerung habe. Und wir können es ja hier auf der Vorschau nochmal angucken. Und auch hier finde ich, dass durch den Backstitch das eigentlich richtig gut zur Geltung kommt. Ja, und weil ich halt, wie gesagt, noch relativ Anfänger bin, habe ich mir Bilder ausgesucht, wo das halt vorgedruckt ist. Weil ich auch finde, es lässt sich entspannter painten, nein, sticken, wenn man das so nebenbei macht, wenn es vorgedruckt ist. So, jetzt haben wir hier, jetzt nehmen wir mal dieses hier. Noch was Zubehör. Ich hatte mir noch ein paar Nadeln bestellt. Stimmt ja. So, wir kippen das mal aus. Wenn wir es dann aufgeschraubt kriegen. So. Hier sind ein Fädler bei und ganz viele Nadeln in verschiedenen Größen. Wenn ich das so richtig sehe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Hier sind welche, welche sehen größer aus und welche sehen kleiner aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele das sind. Ja. Hopsla hops. Bei mir ist tatsächlich bei meinem Tiger schon eine von den drei Nadeln, die dabei waren, durchgebrochen. Aber auch nur, weil Dani mal wieder spielen musste. Ich weiß nicht, irgendwie war ich in Gedanken und auf einmal hatte ich zwei Teile in der Hand. So, packen wir mal darüber und das Tütchen. Flupp. Okay, also wir schauen uns dieses Bildchen hier an. Das ist 11 Count, also ein bisschen gröber. Das ist jetzt von einer anderen Firma. Okay. Hier sind die Fäden anders gepackt. Hier haben wir nicht so eine Pappe bei. Aha. Viel weiß. Und hier haben wir... Ach, das ist ja doof. Guck mal, wir haben... Die haben wir alle hier so an so einzelnen Dingern. Mal gut, dass ich mir die Sortierhilfen dazu bestellt habe. Das habe ich auch in der Einleitung gar nicht so wahrgenommen.
Und hier haben wir bei auch nochmal eine Einfädelhilfe und oh, guck mal, ganz viel Nadeln und so ein Ring wahrscheinlich, um das da, kann man über den Finger machen, besser durchzuziehen. Ja, ob ich den brauche, weiß ich noch nicht, muss man testen. Also ich habe festgestellt, dass viele Sachen muss man einfach ausprobieren. Auch beim Perlensticken jetzt, da habe ich echt schon deutlich mehr Übung, die Sachen aus dem Brett rauszuholen und so. Und ich habe mir tatsächlich da beim Perlensticken auch noch jetzt ein Tokareva-Bild bestellt, wo man ja keinen Vordruck hat, wo man von Skizze aus... Mal gucken, ob ich das hinkriege. So... Jetzt kommen wir zu dem Motiv. Und ich packe mal, mein Tisch ist wieder voll. Ihr wisst ja, Dani und das Chaos. Wir räumen mal nebenbei ein bisschen auf. Was brauche ich noch in Packung? Egal. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Aber ich glaube, ihr könnt erahnen, das ist ein... Gnome ist, ich habe mir diesen süßen Kaffee-Gnome gekauft. Und ich meine, ich habe den gleichen auch als Painting-Bild. Ich bin mir nicht sicher. Aber weil der so süß ist, habe ich mir den nochmal auch als weiblich gekauft, weil... Ich habe euch in dem einen Unboxing von Janine X gezeigt, dass ich mir einen Coverminder gekauft habe. Ja, also wenn das nicht zusammengehört, ein Dreamteam ist, dann weiß ich auch nicht. Weil der geht auch als Needleminder, habe ich schon getestet, weil der ist nämlich ja, stark genug, dass der dafür geht. Oh, ist das nicht schön, wenn man das passend hat? Ich liebe das. Aber jetzt sind wir erstmal bei diesem Gnömchen. Das habe ich quasi ein Pärchen. Männlein und Weiblein. Vielleicht sticke ich da noch die Namen drunter von meinem Mann und mir. Einmal A und einmal D. Ja. Und jetzt seht ihr auch, wofür wir das ganze Weiß brauchen. Weil das ist nämlich kein Teilbild. Das ist ein Vollbild. Und wir haben hier 30 Farben. Das, ja, hierfür ist es zu wenig. Aber gut, ich mache ja eh nicht alle gleichzeitig. Das wird ja dann, ne, dann raste ich, glaube ich, doch aus. Aber so, ich sag mal so, ein Stickprojekt, ein Perlenstickprojekt und ein Diamond Painting Projekt so nebenbei kann man schon in Arbeit haben. Wobei ich ja... Reden wir nicht drüber, wie viele Projekte ich nebenbei mache, aber das ist halt, ich glaube, das ist auch mal einem Sternzeichen geschuldet, weil ich von Sternzeichen Waage bin und Wagen sind ja unentschlossen, ne? Wer kennt's nicht? Aber das ist, da bin ich ja mal gespannt, also, ja. Was ich jedoch beim Perlensticken inzwischen liebe, ist, dass ich ja wirklich Reihe für Reihe, also ich habe bei dem Tiger, den ich jetzt angegangen habe, da mache ich wirklich die ganze Reihe durch. Und das ist sehr angenehm. Bei Kreuzstich ist ja wirklich so, da musst du gucken, hier die Farbe und da die Farbe. Da würde ich wahrscheinlich jetzt bei diesem Bild erstmal nur den Hintergrund machen. Erstmal alles in Weiß. Ja. So. Jetzt gucken wir uns mal an, wie ausführlich die Anleitung ist. Also halt hier ist auch nochmal dieses Schema dabei. Und hier ist 1A das abgebildet, was bei dem anderen, bei der anderen Firma, wartet, ich zeige euch das mal, auf der Rückseite. Also es ist 1A, es sind die gleichen Bilder. Jetzt weiß ich nicht, ob das zum Beispiel jetzt eine teurere Firma ist und das jetzt die Billigfirma. Wisst ihr, was ich meine? Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ist die Anleitung und hier ist die Legende und die haben wir auch hier. Also wenn mein Video ein bisschen durcheinander ist, dann... Ich muss mich erst in die Materie reinarbeiten. Also wie gesagt, Sticken haben wir früher als Kinder schon gemacht, aber es ist halt lange her und es hat sich auch so viel getan auf dem Markt. Ja, also hier sind die Sachen draufgedruckt und weil das hier eine höhere Countzahl ist,
also eine niedrigere Countzahl, aber eine höhere, größere Felder, kann man das deutlich besser lesen als auf den 14-Count-Dingern. Das hier ist 11-Count. Ja. Kann man aber gut lesen. Gefällt mir. Finde ich niedlich. Da bin ich dann mal gespannt, wie das fertige Projekt wird. Auch mit diesem, ich sag mal, Toolkit. Ich weiß nicht, wie man das beim Sticken nennt, aber wahrscheinlich auch Toolkit, bin ich auch ganz zufrieden mit. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört, ist das System, wie die hier die Fäden. Ja gut, die haben wahrscheinlich von einer Farbe ganz viel aneinander hängen, so wie man das hier bei dem Weiß sieht, und die brechen einem dann nur das ab, hier perforiert, was man dann braucht. Dann ist das wahrscheinlich einfacher einzupacken. Das ist wahrscheinlich, wenn man das beim Painten vergleicht, bei dem anderen Kit ist das speziell für das Bild sortiert. Da kann man das vergleichen mit den Packungen, die an Kette sind. Ja, oder in Zipbeutel. Und das hier würde ich jetzt vergleichen mit 200 Habecks, wie das verpackt ist. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das auch wieder richtig verpacke, damit ich das später nicht durcheinander komme. Aber die Tüten, ich pack das jetzt alles hier wieder rein. So. Ja, ich glaube, die brauchen wir uns nicht groß angucken. Das ist im Prinzip das Gleiche. Die Farben sind ein bisschen anders. Und hier haben wir noch Schrift mit bei. Ne? Das haben wir ja bei dem anderen eben nicht gehabt. Ja. So. Eins habe ich noch. Und das ist ganz schön groß. Was mich da geritten hat, weiß ich auch nicht. Ich glaube, mir war nicht bewusst, wie groß. Also, wenn man sieht, wie viel Stoff hier ist und wie viel Stoff hier ist, ich zeige euch mal das Motiv. Hier ist sogar so ein, das kann man sogar aufkleben. Oh, hier ist wie so ein Sticker sogar bei. Guckt mal. Das ist ja cool. Also das ist das Motiv. Und das kann man. Das ist ein Sticker. Okay. Dann haben wir hier die Maße. Also ich habe 11 Count gekauft. 61 mal 87. Oh Gott, was habe ich getan? So riesig. Ja. Okay, wartet. das hier ist 1 Meter. Wartet mal. Da es hier mit 10 losgeht, wird hier der Anfang sein. Und dann geht es bis 220. Und dann geht es hier runter. Und hier auf der Rückseite weiter. 180 bis 330. Genau. Wir haben 64 Farben, Leute. 64 Farben. Das ist nicht krass. Oh, 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 oh. 64 Farben. Und hier haben wir wieder diese Anleitung. Oh. Guck mal. Das ist so viel, dass die hier noch so gedrehte Doggen beigepackt haben. Die erinnern mich früher ans Pergern, weil meine Mutter hat ja nur mit Pergern gestickt. Was anderes kam mir nicht ins Haus. Das Gute von Anka. Weiß ich noch, da sind wir dann manchmal nach Hannover in die Stadt gefahren, wenn wir Oma besucht haben, und haben dann das Gute Anka
Stickern gekauft. Aber doch, ich habe schon gerade gedacht, hier stehen gar keine Farben bei. Doch, ja, da steht die Nummer. Das ist die 32, die 15. Also hier stehen die, das sind Ersatzfarben, weil das hier an die vorsortierten Bändchen gar nicht dran passt. Also nicht vorsortierten Bändchen, sondern hier an die Pappen. Oh, guckt mal, sind das schöne Farben. Alter, das wird ein Riesenprojekt. Da sitze ich Jahre dran. Ich glaube, mir war gar nicht bewusst, wie ich das gekauft habe, dass es so groß ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieieiei. Ja. Ja, Käthe, ne? Käthe wundert sich hier gerade, was mit Mutti los ist. Ja, so, hier haben wir Nadeln und, also, ich sag mal, dieses Toolkit mit dieser Einfädlerhilfe und so Nadelkissen und Stickhilfering und, ja. Ja, Käthe, ne? Aber die Farben sind toll. Die Farben sind toll. Ich nehme euch nochmal hoch, weil wir uns nämlich gleich die, den Stoff angucken. Schöne Farben. Und das ist jetzt, warte mal, was hatte ich jetzt für einen Count? Oh, darf nicht durcheinander kommen. Wo stand es nochmal drauf? 11 Count. 11 Count. Zweifädig. Oh, ja, ein Jahrhundertprojekt. Und guckt mal, hier sind auch noch mal Nadeln. Die ziehe ich mal ab und mach die mal hier in das Tütchen. Aber das war doch das Tütchen? Ja, das war das Tütchen, was dabei war. Ja gut, Nadeln kann man manchmal tatsächlich echt nicht genug haben. Schön. Machen wir mal hier mit rein. Die sehen auch von der Qualität noch ein bisschen anders aus. Oder? Ich finde die für AIDA-Stoff aber relativ spitz. Weil meine Mama hat früher immer gesagt, dass man doch bitte, damit man die Fäden nicht auffusselt, dass man da doch stumpfe Nadeln nehmen soll, damit man besser da durchgleitet. So, und das ist jetzt 11 Count, sind die sicher? Wenn ich das jetzt... Warte. Ich raschel euch jetzt ordentlich was vor, aber ich will mal gerade die Größe vergleichen, weil das kommt mir nicht wie 11 Count. Ach doch, ja klar, 11 Count ist ja, ja, Leute, vergesst es, 14 Count ist kleiner. Ich hatte gerade einen Denkfehler, das passt, alles gut. Weil jetzt stellt euch mal vor, das wären 14 Count. Dann würde ich ja noch mehr durchdrehen. Wow, kann ich dann nur zu sagen. Wow, 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 wow. Das wird echt ein Riesenprojekt. So, ich habe ja bei den anderen gar nicht gemessen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie groß jetzt das tatsächliche Bild ist. Schauen wir mal. Das sind 50 cm. Habe ich euch gerade gehauen? Es tut mir leid. Ich habe euch gerade den Zollstock ins Gesicht geschlagen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. So, und das sind 76. 50 mal 76. So, und was stand hier drauf? 50 mal 76, 61 mal 87. Aber 50 mal 76
Das passt ja schon fast in 50x70 Rahmen. Es ist die Frage, ob man nicht irgendwo dann quasi 6 cm nicht stickt, damit man das vernünftig in 50x70 Rahmen reinkriegt. Das wäre natürlich, glaube ich, wenn man oben und unten 3 cm quasi nicht bestickt, könnte man das vernünftig in 50x70 Rahmen reinsetzen. Ich glaube, das werde ich sogar machen. Weil ich hasse das, wenn das immer nicht passt mit einem Rahmen. Und so ein schönes großes Bild, wenn man sich da die Arbeit macht, das gehört einfach in einen Rahmen. Ja, Buddy, ich weiß, aber ich stehe jetzt gerade nicht auf. Ich habe da jetzt gerade keine Lust zu. Also meine Mutter hat damals mal einen Wandbehang geknüpft. Und es gibt ja verschiedene Arten des Knüpfens. Und sie hatte mit verschiedenen langen Fäden geknüpft und manche mit Schlaufen und manche ohne. Und das war ein Riesenprojekt. Das hatte sie zu Weihnachten gekriegt. Und da hat sie dann bei uns wurde mal pünktlich am 6. Dezember der Baum abgebaut. Und dann war im Wohnzimmer ja Platz, wo sonst der Baum stand. Da hat mein Vater ihr dann einen Tisch hingestellt. Ich glaube, da war mal von irgendeiner Strickmaschine. Ich weiß es nicht mehr. Und da hat sie dann gesessen und hat dann jeden Abend an ihrem Knüpfbild oder im Teppich gearbeitet. Und ein Jahr später, am 23.12., hat sie dann abends, war sie fertig und hat das Ding abgebaut, damit dann pünktlich bei uns, ne, traditionell am 24. morgens der Baum aufgestellt werden konnte. Also hat sie wirklich ein ganzes Jahr an diesem Projekt gearbeitet. Und das war weitaus größer als das. Also, hohoho. Ja, ihr Süßen, ihr Lieben. Das soll es von meiner Seite aus für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe auf ein Däumchen nach oben von euch. Und wer es noch nicht hat und auf dem Laufenden bleiben will, lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich frage auch immer ganz bewusst erst am Ende, weil ich kann es nicht haben, wenn gleich am Anfang gesagt wird, ja, like das Video, abonniert das Video, weil ich kann nur ein Video liken, wenn ich es ganz gesehen habe und weiß, dass es gut ist. Beziehungsweise wenn ich überhaupt was von gesehen habe und es mir gefällt. Deswegen frage ich wirklich ganz bewusst am Ende erst, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben und Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.